Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nee, hallo. Majora's Mask. Fail! So, wir fangen einfach mal an. Wir wollten ja jetzt zu den Zoras, nachdem wir das Pony erfolgreich erponied haben. Ja, irgendwie so. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Jetzt müssen wir erstmal auf die, wie hieß die, hyalische Steppe. Was weiß ich? Wie hieß die bei Ocarina of Time? Hylianische Steppe. Hier ist Milchstraße. Milchstraße! Ja, bleib nicht stehen. Auf geht's! So, weißt du denn, wo die Zoras sind? Ja, links, ne? Ja. Nicht so viele Möhren opfern. Geht schon. Geht schon, geht schon. Los! Gib Gummi! Sauber! So, und jetzt kommen wir endlich zum Wasserreich. Das habe ich noch komplett durchgespielt und danach hört es bei mir auf. Dann habe ich keinen Plan mehr. Und ich weiß hier schon nichts. Wie, du weißt hier nichts? Das ist easy! Na dann, wo müssen wir hin? So, du reitest jetzt erstmal bis zum Strand. Einfach über diese Dinger hüpfen. So, dann reist du jetzt bis ans Watter. Watter? Watter, genau. Und dann gehst du von deinem Pony runter. Von deinem Little Pony. Ja. Ja. Ja, geh nicht zurück. Und dann musst du jetzt da fett ins Wasser. Und da links, wo diese Möwen sind, da liegt ein Zora. Wenn du B drückst, dann schwimmst du schneller. Ja gut, dann drücke ich B. Oder bei mir ja gesagt die Nummer 2 oder was? 3. 3. Und den musst du jetzt an den Strand drücken. Also musst du ihn von hinten besteigen. Bitte! Hilf mir. Ans Ufer. Hilf mir ans Ufer, genau. Aktion. Du musst Aktion drücken. Ja. Aktion. Und außerdem ist das dann A. Auf A schwimmt man dann schneller. Ja, hallo. Was machst du denn? Schwimm noch hinter den. Zu unfähig zu drücken. Hallo. So, und gegauje. Mann, ist das denn. Ich hab gedrückt und er taucht die ganze Zeit. Ja, ist klar. Und so unfähig ist, einen Controller zu bedienen, dann sollte man aufhören. Voll nicht. Wie nö. Sehr spannend. Du wurdest gerade von der Möwe belästigt. Hab ich gesehen. So. Jetzt musst du gleich das Lied der Befreiung spielen. Wenn er da an Land gekrochen ist und meint, er wäre der Oberpro und müsste jetzt verrecken. Als wäre er jetzt besoffen, so. Ich hätte nicht so viel saufen sollen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis er gelaufen ist. Ich merke schon. Ein bisschen länger. Möwen bangen durch ihn durch. Möwen können das. Wusstest du das nicht? Nee. Und jetzt kann er nicht mehr, jetzt fällt er auf die Fresse. Gehst du zu ihm? Zu ihm? Und dann speakst du mal. Achso. Ja, ja, du willst ihm zuhören. Hast erstmal die, alles übersprungen, ey. 1, 2, 3. Oh, Baby, hör mir zu, bald bekommen wir jetzt den Karneval, alle warten auf unseren Auftritt. Yeah, Banane hat unsere Zigarette plötzlich die merkwürdigen Eier gelegt und hat auch noch ihre Stimme verloren. Ja, ich kann nicht singen, wow, in der Schädel hoch gehen einige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh, Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln, die rote Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich gehalten, aufgehalten. Du wolltest sie aufhalten, sie haben dich aufgehalten.
Baby, muss ich nun sterben? Selbst wenn ich so finde, kein Frieden. Mörder, ja, muss ich heiraten, will Brand sie finden. Oh, bitte, bitte niemand meine Seele heilen. Das war alles. Danke, danke, tot. So, und jetzt muss das Lied der Befreiung spielen. Ja, sag mal. Lied der Befreiung. Ja, gut. Aber ich weiß es nicht. Das Pinke. Haben wir da. Das überhaupt? Das Pinke, nee. Nee, dann das da oben links. Nee. Nee, der Schwing, nee. Corona, ja. Lied der Befreiung da. Da 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 da. Okay. Da 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 da. Was machst du da für einen Käse, Mann? Hä, warum? Drückst erst andere Knöpfe. Lied ist kein Lied. Rage dir erstmal ab. Guck mal, wie jetzt abgeht. Ich werde befreit. Oh yeah. Er hat ein Schlitzauge. Ist das ein Chinesen? Alle Chinesen haben Schlitzaugen meist. Haben Asiaten so an sich. Manche etwas weniger, manche etwas mehr, manche so viel, dass man denkt, die haben die Augen zu, obwohl sie offen sind. Ach so. Hat das noch nie gesehen? Schlaf nicht ein. Wer kann das da unten bloß sein? Random. Random? Nee. Real. Das ist die Zora-Prinzessin. Oder so. Liedsängerin da. Hey, wo bin ich? Und jetzt kommen die aus der Band, yo. Punker, ein Fettklops und ein komischer Typ. Yo, yo, yo. Wir sind die Oberbros. Frag mich, wie sich das anhört. Toll, jetzt ist es weg. So ist das. Kannst du ja gleich in der Aufnahme anhören. Nee. Kannst du wie abschminken. Als ob ich mir das anhöre. Ja, ich muss mir das immer angucken. Weißt du, wie kacke das ist? Wenn ich meine eigenen Let's Plays gucke, dann ticke ich immer aus. Oh, wie kann man nur so scheiße sein? Zora schon. Was Maske bekommen. Yeah. Und Gitarren hatte ich in dieser Maske manifestiert. Drücke C, um den Körper des Zoras zu schlüpfen. Drücke normal C, um dich wieder zurück zu verwandeln. Ghost. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf mir. Hilf diesem Mädchen. Er rastet wieder aus. Der musste sich jetzt das komplette Lied merken, weil wir das später spielen sollen. Du musst es zwar nicht persönlich spielen, aber du stehst als Zora und spielst das Spiellied. Okay. Was man jetzt nicht gehört hat. Also zumindest wir nicht. Die schon. Oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Jetzt kannst du die Zora-Maske anlegen. Du wirst jetzt das erste Mal zu einem Zora. Die Zora-Schuppe. Soll ich anmachen? Ja, mach sie an. Wir wollen sie alle sehen. Oh yeah, sexy Zora. Wo soll ich jetzt hin? Du kannst jetzt direkt schon rechts gehen, wenn du willst, oder du kannst erst links gehen. Links kommen wir zu den Zoras und rechts, da holen wir schon ein paar Eier. Na, lass mal rechts. Okay, dann rechts. Du meinst auch hier, ne? Ja. Schild kannst du ignorieren. Da hinten. Immer geradeaus. Und das Ding kannst du auch ignorieren, das saugt dich nur ein. Oh yeah, Maximum an Pfeile. Wohin? Du kannst auch gedrückt halten. Du musst jetzt rechts. Genau, geradeaus. Und dann musst du gegen diese Tür da fliegen, die da. Glaube ich, dass es die ist. Wow, wer hätte es gedacht? Drücke B zum Abtauchen. Ja, oder ich schwimme hier im Kreis. Da musst du rein. Unterwegs.
Und jetzt sind wir bei den Gerudos angekommen. Piratenfestung. Mit dem Lag. Und was ist üblich bei den Piraten? Dass sie dir die Kehle aufschlitzen. Das auch. Aber sie wollen nicht fangen. Also. Jetzt musst du erstmal warten, bis so ein Fuzzi da weg ist. Und springst du schön ins Wasser. So, und jetzt schwimmst du erstmal nach links. Immer schön unter Wasser bleiben. Links, 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 links. Ja, ich gucke hier nur rum. Ja, rumgucken, genau. Hätte jetzt auch besser. Da ich greif mich an, pass auf! Rechts. Und jetzt da links. Und jetzt hoch. Nicht ganz hoch, jetzt ganz da hoch. Da meinst du, dahin? Links, hoch, 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 hoch. Unter Wasser bleiben, unter Wasser bleiben. Unter Wasser bleiben. Hoch, 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 hoch. Also sagst du mal links, rechts, hoch. Du musst ja auch hoch. Ja, dann tauche ich jetzt auf. Ja, aber wenn dich ein Zora sieht, dann bist du gefangen. Ein Zora, sage ich schon. Denn du musst jetzt wieder hoch. Ist doch logisch. Wohin? Ja, links musst du lang. Hier? Ja, weiter nach hinter dir. Weiter nach hinter dir, genau. Siehst du das nicht? Da kann man noch oben drauf. Ja, ich hab dich vorhin gefragt, ob ich da hoch soll. Und so. Ja. Weiter nach links. Und das weiter nach oben drauf. Weg. Weiter geh jetzt. Beilung, schneller, 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 schneller. Und was musst du jetzt wohl machen? Genau, du musst als Gerudo da drauf springen. Ja. Ja, musst du irgendwas anderes eintauschen. Mann! Ja, du kannst nicht da unten die Maske eintauschen, die hast du aktiv. So, zufrieden. Ja, sehr zufrieden. So, und jetzt knall die Scheiße da rein. Und da musst du jetzt rein. Okay. Weil du noch keinen Enterhaken hast, wie man vielleicht leicht erkennen kann. War das hier vorne oder da weiter hinten? Weiter hinten, glaube ich. Und sobald du da drinnen bist, habe ich keinen Plan, wo du hin musst. Okay. Weil ich das auch nur noch ungefähr weiß. Ungefähr heißt entweder ich weiß es sofort oder ich weiß gar nichts. Okay, ich weiß gar nichts. Muss abtauchen und. Oder nee, das geht schon so. Jetzt musst du nach oben, da oben rüber schwimmen. Ha. Ja, ich weiß, die Steuerung ist nicht ganz leicht. Jetzt kannst du abtauchen. So, und jetzt kannst du die Truhe öffnen und da ist bestimmt nur Scheiße drin. Achso. Achso, tick aus. Ja, öffnen. Er schlägt. Hallo. Ah. Wow! Ich bin begeistert. Ja, du musst so einen Felsen da wegziehen, so halt. Was war das denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was? Wieso nicht? Ja, was bringt mir das jetzt, den wegzuziehen? Du musst jetzt nicht da hinten hin. Ist doch logisch! Nicht da lang. Anders lang. Ja, muss ich den nicht reinziehen? Nee, den muss jetzt reindrücken. Nicht den, den da hinten. Wie du meinst? Wie ich meine, so ist richtig. Glaube ich. Drück rein. Ich mag die Zora-Welt nicht, deswegen lasse ich dich nicht spüren. So. Genau wie ich Ruhe bin. Okay, die Deko-Welt habe ich gespielt. Ja, dann musst du jetzt hoch. Hui! Und jetzt bist du drin. Nicht wieder runter. Oh. Ich habe gar nichts gedrückt. Doch! Nichts hast du gedrückt. Siehst du, wenn du nichts drückst, dann passiert auch nichts. Aua! Fetz erstmal gegen die Wand.
Was ist da? Uiuiuiuiuiui. Lauf fetz gegen die Bombe. Eine Truhe. Willst du sie öffnen oder sie ignorieren? Ich öffne sie mal. Okay. Okay. Ich hoffe, wir haben genug Flaschen. Warum? Ja, weil wir nämlich Flaschen brauchen. Es gibt, glaube ich, 6 oder 8 oder 100.000 Eier. Ich weiß nicht, wo du lang musst. Ich geh mal da oben lang. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Wetten, das falsch? Sieht so aus. Sieht leicht danach aus, ne? Ja, du musst runter. Ne, du kannst das da aktivieren. Du musst das sogar da aktivieren. Du musst jetzt dieses machen. Genau. Ja, und noch treffen. Ja, jetzt nur noch treffen und dann. Schön, jetzt hast du wahrscheinlich nur begrenzte Zeit, da reinzugehen. Beeilung, junger Padawan. Hui. Boah, das war aber knapp, ey. Nix knapp. Gekonnt. Du musst aufpassen, dass du nicht da unter diesen Strom reinkommst, weil sonst wirst du wieder nach draußen gespült. Jetzt müsstest du oben bei den Zoras sein. Weißt du, was das Geile ist? Das Zoras. Weil, ja. Ja. Komischen Scheißpiraten. Jetzt stell dich da, da wieder da. Stell dich da drauf und dann musst du da diese Zing-Zing machen. So. Ja, so. Zeit begrenzt auch noch. Konnte ich nicht riechen, wusste ich nicht. Hab ich nicht gehört. Wo geht's jetzt wohl lang? Nach oben. Keine Ahnung, wo man lang muss. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ah, geh mal, guck mal. Anglotzen. Alles voll. Alles voll. Das Geile ist, du kannst sie einfach mit Pfeilen beschießen, sind die ohnmächtig für eine kurze Zeit. Das ist ja wie bei dem anderen auch so gewesen, ne? Ja. Ah, das da musst du aktivieren. Mach jetzt mal die Dinger kaputt. So, die Fetzen einfach an der Seite, okay. Darfst du die explodieren? Dachte ich auch. Voll der Pro hier. Mach die übelsten Jumps und Styles. Schon klar. Du darfst natürlich jetzt nicht gefasst werden, ne? Weil sonst musst du den ganzen Weg nochmal machen. Ich würde sagen, wenn wir rausfliegen, cutten wir das immer so. Dass wir wieder da drinnen sind. Weil sonst, okay. Sonst ist das Kacke. So, du musst da oben erstmal da den Weg hoch. Das weiß ich. Da gibt's, glaube ich, den Enterhaken. Da bin ich mir aber nicht sicher. Du kannst erstmal getrost alle ignorieren, weil du da einfach nur da links lang laufen musst. Die Wache, ja, die kommt ziemlich viel, ziemlich nahe, ja. Die könntest du jetzt abschießen, musst du aber nicht. Kannst doch jetzt auch einfach an die vorbeilaufen. Jetzt musst du gleich aufpassen, ob da oben keine Wache steht. Sehe keine. Da musst du später auch rein. Da kenne ich einen Trick, wie man da dran vorbeikommt. Genauso wie man da einfach dran vorbeikommt. Da um einfach um die Ecke springen kann. Schieß sie ab! Kann ich doch gar nicht.
Doch, jetzt sofort Pfeile, bumm, 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 wäre sie K.O. Schon klar. Jetzt muss er den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Siehst du das? Mann. Auf jeden Fall, voll der weite Weg. Hallo, wenn die da direkt steht und mich anglotzt. Dann musst du direkt so, bumm, dann ist sie tot. Was ist doch logisch. Ich bin kein Meistermagier. Hättest du vorhersehen können.